whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir den Ardmore Tradition. Ja, hat es schon fast gegeben, nannte sich oder nennt sich Traditional Cask. Aber dieses Mal aus dem Travel Value eine Literflasche, preislich jo, knapp über 40 Euro. Und die Papierform dieses Whiskys ähnelt also sehr, sehr stark dem Traditional Cask. Und zwar wurden hier Ex-Bourbon-Fässer, Reifungen in Ex-Bourbon-Fässern, durch eine Nachreifung in Quarter Casks ergänzt. Quarter Cask, was ist das? Nun, das sind ganz kleine Fässer, Inhalt glaube ich so 125 Liter. Und in diesen kleinen Fässern reift ein Whisky also deutlich schneller. Und so kann man den Ex-Bourbon-Fässern, so sie nun vielleicht auch Refill oder Refill sind, eine Nachreifung in kleinen Fässern zuteil werden lassen, die das Eichenaroma nochmal einen Kick, einen Boost zusätzlich gibt und damit ein Whisky im Prinzip aufhübscht, aufpeppt, intensiviert, so klingt es besser. Schauen wir uns denn die Flasche mal an, da ist immer dieser schöne Adler da, ne? Der über der Brennerei mit ihrem alten Eisenbahnanschluss seine Kreise zieht. Peatelt, also das ist ein rauchiger. Und die Brennerei wurde erst 1898 eröffnet, und zwar als die Eisenbahn gebaut war. Ne? Dann konnte man den Whisky schön in die Welt bringen. Und drum ist die auch etwas später gegründet worden. 46 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, aber leider gefärbt. Da steht nichts Sonderliches vorne drauf, aber hinten drauf steht 100% peated. Das heißt, Ardmore hat einen rauchigen Whisky. Man produziert also abwechselnd rauchigen und nicht rauchigen Whisky. Man muss die Produktion unterbrechen, damit man im Prinzip diesen ganzen Rauch aus dem ganzen Prozesskette wieder rausbekommt. Man muss also dann die Intermediate Spirit Receivers alle komplett leeren, Brennblasen auch nochmal zusätzlich sauber machen, um den Rauch da rauszubekommen. Und dann hat man also Whiskys, die in Fässern reifen, die extrem rauchig sind, und die anderen, die gar nicht rauchig sind. Und jetzt ist es also nicht eine Mischung zwischen dem einen und dem anderen, sondern es ist ein 100% peated Whisky. Wobei man jetzt sagen muss, die Brennerei Ardmore räuchert ihr Malz nicht so stark wie die Brennereien auf den Inseln, sodass also hier der Rauchgehalt dann, auch wenn er 100% peated draufsteht, der Rauchgehalt dann doch ein bisschen geringer ist. Voll, weich, Torfrauch, erdene Reichheit, Vollheit. Und dann abgemildert bei subtiler Süße. Und sie haben eine alte Tradition in der Brennerei, reich rauchige, aber dennoch süße und uplifting. Was ist denn das? Aufbauend, ne? Da müssen sie aber mit der Lebensmittelinformationsverordnung, mit der Healthcare-Verordnung, muss man da aufpassen, ne? Ob uplifting hier irgendwie was Positives bedeutet, weil im Zusammenhang mit Alkohol dürfen sie nie irgendwas verwenden, so von wegen wohltuend oder irgendwie sowas, ne? Das ist schwer verboten, ne? Ganz abgemahnt. So. Rauchig. Also in der Hand ist das eine gewaltige Flasche. Ne? Die ist dick, groß und schwer. Da spüren Sie, dass da ein Liter drin ist. Ne? Eine sehr schöne, angenehme, volle Rauchigkeit. Dazu Weichheit. Im Hintergrund zeigt sich schon ein bisschen Eiche. Aber die Rauch, also dieses Lagerfeuer, dieser Lagerfeuerrauch ist richtig dominant. Ein bisschen Süße,
Fruchtigkeit, Saftigkeit kommt da durch. Ah, super Sache. Jo. Cremig, weich, ölig im Mund. Und dann schieben erst die 46, der hat doch 46, oder? Ja, schieben erst die 46 Volumenprozente durch. Dann macht sich das Prickeln auf der Zunge bemerkbar. Dann kommen die Gewürze vom Fass. Und der Rauch nach wie vor im Mund spürbar, aber nicht so belegend und, Entschuldigung, widerlich, wie das manche Inselwhiskys können, wo du meinst, du hast einen Aschenbecher geknutscht. Entschuldigung. Sondern eine angenehme, wohliges, rauchiges Mundgefühl. Ja, diese Nachreifung, den Quarter Cask, haben dem Whisky einen schönen Kick an Würzigkeit gegeben. Ich habe ganz bewusst den Ardmore Traditional Cask nicht vorher mir nochmal angesehen im Video, um mich hier nicht vorzubeeinflussen, sondern um den Whisky hier unabhängig jetzt ein zweites Mal zu probieren. Ich vermute mal, dass der sehr, sehr identisch zu dem Traditional Cask ist. Aber was ich jetzt hier an Unterschieden rieche, dürfte meiner Tagesform zuzuordnen sein. Also der Abgang ist lang, ein bisschen, ja, wie heißt es so schön, saftig, mundwässernd. Schön, ja, gefällt mir gut. Schön. Wenn Sie sich die 42 Euro runterrechnen auf 0,7 Liter, dann landen Sie irgendwo bei 35, 36 Euro oder so. Ne? Und damit passt das, ja, obwohl kein Alter draufsteht, passt das zu einem nachgereiften, rauchigen Whisky aus den Highlands. Passt der also wunderbar in den Preisrange dazu. Da kriegen Sie also hier einen, wie heißt es, reasonably priced Whisky. Also einen vernünftig bepreisten Single Malt Whisky. Tja, schauen Sie im Shop-System nach. Literflaschen haben wir nicht immer da. Hängt ganz davon ab, wie hoch die Nachfrage dann im Travel Value ist und ob man für uns noch ein paar Flaschen über hat oder halt eben nicht. Ne? Herzlichen Dank fürs Zuschauen.